Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Juggernaut Training Systems AI Powerlifting 2.0 Vlog. Was für ein Name. Diese Woche war die zweite Woche Hypertrophy und wir haben uns in einigen Übungen wieder richtig gut gesteigert. Ich bin gespannt, was in zwei Wochen geht, denn dann ist die RPE 10 Woche. Da habe ich mir einiges vorgenommen. Jetzt aber erstmal die Woche 2. Wir starten auch sofort ohne Verzögerung rein. Ich mache wieder den Live-Kommentar für euch hier. Und wir fangen an mit der Competition-Beuge, also Low-Bar-Squat. In diesem Fall 160 Kilo mal 10. Und das ging eigentlich super gut. Ich habe an dem Tag gedacht, okay, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Aber ich weiß aus dem Powerbuilding, dass wenn man das am Anfang schon zu schwer macht, weil man denkt, naja, ist ja easy peasy, hat man hinten raus halt nicht mehr so viel Luft. Und wenn man dann die RPE 10 machen muss, ja, dann sieht man natürlich alt aus. Und der zweite Grund ist, das seht ihr hier, der Backoff-Satz 150, davon hatte ich glaube ich 4 dieses Mal. Und lasst mich euch sagen, wenn ihr dieses Programm macht und ihr habt die eure Top-Sets zu schwer, dann kriegt ihr natürlich auch schwerere Backoff-Sets, und weil die immer prozentual davon berechnet sind. Und das ist kein Spaß. Also seid die ersten Wochen lieber konservativ, die letzte Woche könnt ihr ausrasten. Weiter geht's, Deadlifts paused off the floor, wieder mit 170 Kilo diesmal. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 150 Kilo oder 160, weiß nicht. Da werde ich mich diese Woche, also die Woche 3, die jetzt kommt, auch wieder steigern. Die Übung fühle ich richtig, ich weiß genau, was ich machen muss. Bringt mein Deadlift, glaube ich, sehr gut voran. Am zweiten Tag ist das hier, Incline Bench, hatte ich, wenn ihr aufpasst, ich glaube in einem Clip 75 drauf, das war ultra schwer an dem Tag, deshalb habe ich 72,5 gemacht. Muss ich zu sagen, ja, Incline Bench ist halt nicht unbedingt meine Stärke. Ich versuche mich da weiter zu steigern, meine Schulter healthy zu lassen, einfach Gains zu machen. Incline Bench ist keine Powerlifting-Übung, also was soll's, ne? Weiter geht's mit dem Sumo Deadlift, der die Hauptübung quasi, ja, an dem Tag. Und das ging mal richtig ab. 215 mal 8 würde es RPE 7 sogar bezeichnen, also noch nicht mal super schwer. Da geht richtig was, glaube ich. Nächste Woche mal gucken. Ich will eigentlich nicht sagen, was ich machen will, weil das ist Jinxen. Ja? Wenn du sagst, was du machst, hast du es schon gemacht in deinem Kopf und dann failst du das zu mindestens 50%. Ja gut, wie gesagt, Backoff-Sets werden natürlich immer prozentual berechnet. Ich bin mit dem Top-Satz auch schon ein bisschen über dem Programm drüber gewesen, einfach weil meine Maxes nicht mehr passen. Hatte dann hier 200 Kilo, 3x8, genau, im Sumo-Deadlift als Backoff. Ging auch super geschmeidig, also Deadlift läuft. Ich glaube auch diese Pause-Deadlifts helfen mir richtig. Dann habe ich von Tag 4 diese 15 bis 20 High-Bar-Raps, die ich letztes Mal gemacht habe, vorgezogen. Dafür aber Hex-Squat gemacht, wie es eigentlich im Plan steht. Und das hat mir richtig gut gefallen. Die Hex-Squat-Maschine gefällt mir da richtig gut. Gibt einen richtig guten Pump in den Quads. Hab dann nämlich in Tag 4 die High-Bar-Pause, wie ihr gleich sehen werdet, verschoben. Erstmal gibt es aber für euch die Svoto Press 110 mal 10. Ging auch easy peasy, Bank läuft richtig gut, besonders Svoto Press gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ist eine meiner Lieblingsbankvariationen, wenn nicht sogar meine Lieblingsbankvariation. Und mit Svoto Press, muss ich sagen, bin ich auch wieder richtig stark geworden, nachdem ich von der 74er in die 83er hochgegangen bin. Also Top-Variation, besonders wenn ihr von der Brust unten schwach seid, also oder da euren Schwachpunkt habt, nicht unbedingt schwach seid, sondern euren Schwachpunkt habt, dann ist Svoto Press eine super Übung, aber auch generell einfach als Variation, damit ihr nicht immer voll am Limit drücken müsst, um die Belastung zu kriegen, könnt ihr auch einfach Svoto Press als Variation einfügen. Daumen hoch für Svoto. Und die letzte Übung war also die High Bar Pause, die eigentlich von Tag 3 auf Tag 4 geswitcht wurde. 3x6 RPE 7 hatte ich zuerst 140 drauf, aber ehrlich gesagt war mir das ein bisschen zu einfach. Das war RPE 6-ish. Deswegen habe ich dann im letzten Satz nochmal 150 draufgelegt und das war schon näher an der RPE 7 dran. Wie immer beltless und ohne Sleeves, weil ich beltless High Bar Pause einfach feier und finde, das ist eine der geilsten Variationen, um nochmal wirklich das Bracing zu üben. High Bar kann ich mittlerweile ja auch ganz gut. Und das war wieder die Woche. Wenn ihr Fragen habt zu dem Programm, schreibt sie unten in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.